Hier ist also jetzt die Neuheit von Bürstner. Genauer gesagt der Campeo Active 4x4 auf 5,40 Meter mit Allrad. Er verspricht eine Menge Spaß draußen in der Natur und im Outdoor-Bereich. Und ob er das wirklich alles erfüllen kann, das möchte ich mir heute anschauen. Neben einer ausführlichen Roomtour gibt es da natürlich auch einen ordentlichen Praxistest, damit wir mal sehen, ob ich hier überhaupt noch rauskomme. Insofern, wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, ist das genau das richtige Video für dich. Viel Spaß! Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und ich freue mich total, dass ich ihn heute endlich testen darf. Ich habe so lange auf ihn gewartet. Wir haben ihn schon zusammen auf der CMT gesehen, da habe ich euch schon ein paar Sachen gezeigt von diesem Fahrzeug. Es handelt sich hier um das neue Kastenwagen-Baby von Bürstner, und zwar den Campeo Active 4x4 auf 5,40 Meter, das Ganze auf Citroën-Basis mit der Besonderheit Allrad. Er hat ein Allrad, den man zuschalten kann, und naja, das klingt ja alles mal sehr vielversprechend, und ob es das wirklich ist, das gucken wir uns an. Was gucken wir uns an? Ganz einfach. Im ersten Teil, da gucken wir uns mal die Spezifikation dieses Fahrzeuges an, also Preis, wie groß, wie lang, wie schwer und so weiter. Danach schauen wir uns das Fahrzeug mal von außen an, was gibt es für Besonderheiten für uns Camper, und dann springen wir hinein und machen eine Roomtour von vorne bis hinten. Wir beginnen mit dem Cockpit, schauen uns die Küche an und schauen uns natürlich die Dinette an, schauen uns das Badezimmer an und schauen uns vor allem die beiden Schlafzimmer an. Und selbstverständlich den Kofferraum. Und dann geht es auch schon los in den Praxistest. Auf den freue ich mich am meisten. Ich bin mit dem Fahrzeug jetzt ein paar Tage unterwegs und kann ihn wirklich auf Herz und Nieren testen. Sowohl was das Leben im Fahrzeug betrifft, als auch das Fahren im Gelände. Und da freue ich mich extrem drauf. Was kann der alles, und hält er das, was er verspricht? Und zu guter Letzt gibt es dann mein persönliches Fazit. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Ganz wichtig, zwei Sachen. Hier unten sind Sprungmarken. Das bedeutet, ihr könnt direkt an die Stelle des Videos springen, die euch ganz besonders interessiert. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das ganze Video guckt, aber müsst ihr dementsprechend natürlich überhaupt nicht. Und ganz wichtig ist auch noch, ich habe dieses Fahrzeug natürlich leider nicht extra für diesen Test kaufen können. Ich habe das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Bürstner. An der Stelle herzlichen Dank dafür. Ich bekomme aber kein Geld für dieses Video. Trotzdem muss ich dann irgendwo Werbung hier einblenden. Das mache ich natürlich auch sehr gerne. Aber mir ist immer wichtig, dass ihr wisst, woran ihr seid. Ich darf hierüber sagen und machen, was ich will. Machen wahrscheinlich nicht, aber sagen darf ich, was ich will. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Bürstner mir halt einfach kein Fahrzeug mehr zur Verfügung stellt. Aber das glaube ich nicht, denn mir ist auch ganz wichtig, dass ich zu Anfang alles so neutral wie möglich präsentiere, dass ihr euch selber eure Meinung bilden könnt und ihr auch gerne dann eure Kommentare hinterlassen könnt, wie ihr dieses Fahrzeug findet. Und nur ganz zum Schluss gebe ich dann noch meinen persönlichen Senf ab. In diesem Sinne, lasst uns starten. Ich freue mich jetzt auf dieses Video, freue mich, dass du dabei bist, und wir legen los mit den Spezifikationen des Campeo Active 4x4 Allrad Citroën. Bei den Spezifikationen fange ich wie immer mit den Motoren an, und da ist bei Citroën das ganze Thema super einfach. Das Ganze ist immer ein Dieselaggregat, immer mit 2,2 Liter, und du kannst ihn einmal mit 140 PS und einmal mit 165 PS nehmen. Wir sind heute hier mit der 140 PS Variante unterwegs und ich bin schon total gespannt, ob ich damit klarkomme. Kommen wir zur Fahrzeugbreite, und die beträgt 2,5 cm, das Ganze ohne Öhrchen. Die Fahrzeughöhe, die beträgt fast 2,70 Meter, und das natürlich nicht mit aufgestelltem Dach, sondern mit geschlossenem Dach, also fahrbereit. Naja, und die Länge des gesamten Fahrzeuges beträgt 5,41 Meter. Reden wir noch kurz über das leidige Thema Gewicht. Das Fahrzeug ist auf 3,5 Tonnen zugelassen. Bürstner selber gibt die Masse im fahrbereiten Zustand bei 2745 Kilogramm an. Das bedeutet, wir könnten immer noch 755 Kilogramm dazuladen. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Jetzt ist aber noch keine Sonderausstattung dabei. Ich habe mir das ganze Fahrzeug im Netz mal konfiguriert und habe so meine Wunschkonfiguration mal da niedergeschrieben. Ich verlinke euch die ganze natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und da kämen dann nochmal ganze 122 Kilogramm Sonderausstattung bei mir dazu. Das bedeutet, ich hätte aber immer noch 500 Kilogramm Zuladung, was nicht von schlechten Eltern ist. Und dieses Thema Gewicht ist auch wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Und wenn ihr da mehr drüber lernen wollt, ich habe ein Buch geschrieben, und das kommt jetzt hier am 9. August raus, und ich bin da mächtig stolz drauf. Und da geht es natürlich auch um das Thema Gewicht. Was bedeutet überhaupt fahrbereite Masse? Was ist da alles mit eingerechnet? Wie berechne ich dann mein Fahrzeug, meine Gewichte etc. pp. All das findet ihr in dem neuen Buch How to Womo. Und jetzt aber genug mit der eigenen Werbung. Wir machen weiter, und zwar mit dem Preis.
Was soll's, ich mach's kurz und schmerzlos. Der Grundpreis, der liegt bei 53.720 Euro. Und so wie ich ihn mir konfiguriert habe, wo wir auch gerade mit dem Gewicht gesprochen hatten, da komme ich dann auf knapp 73.000 Euro. Da ist dann aber auch wirklich alles mit dabei, also voll loaded, eigentlich fast alles, was so die Konfiguration hergibt. Aber spielt einfach selber mal rum und guckt mal, auf welchen Preis ihr so kommen würdet. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so konfiguriert und wo ihr so liegt. Das würde mich echt mal interessieren, weil wir reden immer vom Grundpreis und dann, was wir noch alles an Optionen haben. Und das würde mich mal sehr interessieren, was ihr da draußen alles so konfiguriert. Also nur mal, wenn ihr könntet und wolltet. Ne? Macht einfach mal. Freue mich. Und damit machen wir gleich mit dem zweiten Punkt weiter und wir betrachten das Fahrzeug mal von außen, was fällt uns alles auf, und da knie ich mich direkt mal vor euch nieder, denn das erste, was direkt auffällt an der Front hier, ist dieses Spoilerschutzrohr. Das Ganze ist in dem Active-Paket 4x4 inkludiert mit ein paar anderen Sachen und sorgt natürlich für ein bisschen Offroad-Look. Was fällt uns jetzt hier draußen bei der Beifahrerseite alles auf? Zum einen befindet sich hier hinten die Zufuhr für den Frischwassertank. Des Weiteren sehen wir Aluminiumfenster, sind überall in dem Active 4x4 Paket inkludiert. Wir sehen die große Trittstufe hier unten für den einfachen Einstieg. Wir sehen hier oben die Markise, natürlich das Aufstelldach. Wir sehen die Regenrinne mit LED-Beleuchtung. Und was ganz besonders auffällt, ist das Offroad-Paket, und zwar in Form der Gruppe stolligen Reifen, des Weiteren natürlich die Höherlegung des ganzen Fahrzeuges. Wir haben einen Unterbodenschutz, ich versuche euch den mal zeigen zu können. Und wir haben auch eine Differentialsperre, natürlich Rathausverbreiterung, alles was dazu gehört, um das Auto wirklich offroadiger zu machen. Ja, was fällt uns hinten auf? Wir haben die Aluminium- und Rahmenfenster wieder hinten, zwei Stück, an jeder Türe eins. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das ein ganz normaler Hintern, oder fällt euch noch irgendwas auf? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und was fällt uns auf der Fahrerseite auf? Wir haben hier einmal die Rahmenfenster, wieder Aluminium-Rahmenfenster. Auch hier in der Mitte ein kleines fürs Badezimmer, weil durch das Aufstelldach von SCA übrigens haben wir oben keine Dachluken. Und deswegen ist das Fenster hier sehr, sehr wichtig, damit wir das Badezimmer entlüften können. Direkt unter diesem Fenster logischerweise auch der Zugang zum Toilettenkasten. Daneben haben wir den Anschluss für Landstrom. Und hier ist nochmal der Kamin für die Gasheizung. Und hier unten ist übrigens auch nochmal ein kleines Symbol. Und das bedeutet, dass hier unten dann auch der Auslass für den Abwassertank ist. Und damit würde ich sagen, haben wir auf der Fahrerseite auch schon wieder alles beschrieben. Und wir hüpfen jetzt in das Fahrzeug. Ja, dann gucken wir zusammen mal auf das Cockpit des Citroën, und da gibt es überhaupt keine Überraschungen. Ihr seht hier, dass wir ein 6-Gang-Schaltgetriebe haben. Das hatte ich vorhin in den Spezifikationen noch vergessen, aber das ist ganz klar bei Citroën. Und naja, ansonsten habe ich hier ein Multifunktionslenkrad, wenn ich auch hier noch kein Infotainment-System verbaut habe. Finde ich aber persönlich gar nicht verkehrt, weil dann kann jeder sich das reinbauen, worauf er am meisten Lust hat. Hier ist eine manuelle Klimaanlage verbaut. Naja, und ansonsten wisst ihr das selber. Wir haben ein paar Ablagefächer hier überall verteilt. Wir haben Getränkehalter, wir haben hier das Klemmbrett, wir haben hier einen kleinen Getränkehalter und eine 12-Volt-Steckdose. Hier oben ein Fach und hier unten noch ein Handschuhfach, und damit war es das dann aber auch schon wieder. Naja, stopp, nicht so ganz. Hier unten links sieht man noch die Bedienelemente für den Allrad, also ob man mit nur Frontantrieb fahren möchte oder ob man den Allrad hinzuschalten möchte. Zudem wird hier die Differentialsperre aktiviert oder deaktiviert. Ja, und als nächstes schauen wir uns mal die Dünette hier an. Die ist natürlich sehr beengt auf 5,40 Meter, keine Frage. Aber um uns jetzt hier ein bisschen mehr Platz zu verschaffen, drehe ich erstmal die Stühle. Ja, und damit ist hier auch die Dinette schon aufbereitet. Ich habe hier natürlich noch eine Erweiterung am Tisch, dass ich das Ganze hier ausfahren kann, damit mein Beifahrer auch nochmal bequem am Abendmahl teilnehmen kann. Naja, und ansonsten war es das auch schon hier mit dem Tisch. Ich kann eins noch sagen, das kannte ich schon vom Bürster mit den Sitzen. Die sind alle sehr bequem, die Polsterung ist sehr, sehr angenehm. Ich finde auch das Design relativ schick, das ist immer Ansichtssache. Ich will eins nur dazu loswerden, egal wie man es findet. Am Anfang dachte ich mir, okay, dieses Beige hier an den Seiten macht wenig Sinn, weil du machst es nur dreckig. Aber das Coole ist, das ist, ich glaube nicht, dass es echtes Leder ist, ich vermute, es ist Kunstleder, aber es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Will sagen, es kann man dann auch schön wieder abwischen. Also insofern top, und ich zeige euch jetzt, was wir hier noch alles für Staufächer haben. So, und direkt über der Dünette ist dann der Aufstieg zu dem Dachbett, und ich habe hier an der Seite noch ein kleines Staufach. Das Ganze sind auch ordentliche Scharniere, also da ist
ist wirklich Qualität verbaut. Das Ganze natürlich auch wieder mit dem ganzen Soft Close und ich mache das hier zu. Des Weiteren habe ich hier unten nochmal zwei Leseleuchten und ihr seht es auch hier. Ich habe hier überall Ambilight in dem Fahrzeug verbaut. Einmal hinter mir an der gesamten Leiste ist Ambilight. Hier über der Dinette ist nochmal ein Ambilight. Ja, und auch bei den Leseleuchten, das kennt ihr, einfach verdrehen und dann kann man die an die Stelle fahren, wo man sie ganz gerne haben möchte und fertig ist die Lauge und kann die hier entsprechend noch verstellen. Dann haben wir hier noch ein Fenster, ist natürlich auch ein bisschen schmaler als sonst. Selbstredend ist auch, dass ich immer Fliegenschutz habe und ich habe auch eine Verdunkelung mit dabei, vollkommen klar. Und dann gucken wir zusammen noch unter den Tisch, denn da sind auch mal zwei interessante Sachen. Eigentlich sind hier drei interessante Sachen und zwar habe ich das hier noch vergessen. Hier am Eingang sind noch die Lichtschalter und der Schalter für die automatische Treppe. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist das hier zum einen. Und zwar haben wir hier so ein bisschen doppelten Boden und hier habe ich eben auch nochmal Staufläche, um Sachen unterzubringen. Zum Beispiel Schuhe oder naja, Sachen, die man halt nicht so oft braucht. Naja, und dann ist noch unter der Rücksitzbank hier was sehr Interessantes und da schauen wir auch nochmal genauer rein. Denn hier ist auch nochmal eine Art Serviceklappe. Das bedeutet, ich kann hier Wasser ablassen. Ich habe hier meine Sperrhähne für das Gas und ich habe hier auch nochmal meinen Sicherungskasten. Und damit sind wir hier in der Dinette fertig und wir machen uns weiter ans Kochen. Ja, und damit kommen wir direkt in die Küche und da ist natürlich auch kein Geheimnis. Ich habe hier auf der einen Seite einen Zwei-Flammen-Herd mit Piezo-Zündung und daneben direkt ein Waschbecken. Das Charmante ist auch wieder, ich kann es getrennt voneinander auf und zu machen, sodass ich entsprechend Ablagefläche habe, wo ich sie denn gerade brauche. Des Weiteren ist das Spülbecken ja angemessen tief, also für die Größe des Fahrzeugs kann ich hier schon abwaschen und was abspülen. Und ich kann auch direkt meine Schlonze vom Herd direkt in das Waschbecken hinunterspülen, also insofern auch alles tipptopp. Was habe ich hier noch? Ich habe auf der einen Seite Haken, wo ich noch mal ein paar Sachen unterbringen kann. Ich habe zwei Steckdosen, die funktionieren dann, wenn ich an Landstrom angeschlossen bin. Hier oben habe ich meine Bedienpaneele, einmal für die Truma-Heizung, auf der anderen Seite aber auch für meine ganze Bordkontrolle, also mit Batteriestand, mit meinem Wasser und Abwasser etc. Und ich habe hier natürlich auch einen Kühlschrank. Da müssen wir uns aber noch mal bücken, denn der ist hier vorne untergebracht. Ja, für den Kühlschrank habe ich euch gerade mal raus oder die Zwetschgenbäume geschmissen, denn ich habe hier einen Kühlschrank von Dometic. Ihr kennt ihn schon, zu beiden Seiten hin zu öffnen. Einmal auf diese Seite und auf der anderen Seite hier in diese Richtung. Und das macht es natürlich wieder sehr charmant, denn wenn ich hier draußen bin, kann ich mich eben schnell eines kühlen Bieres bedienen. Aber nicht nur ein kühles Bier bietet mir dieser 62 Liter Kompressorkühlschrank, sondern auch ein Eisfach. Naja, und was der kann, das werden wir nachher im Praxistest alles sehen. Naja, und nachdem sich hier vorne der Kühlschrank befindet, habe ich hier natürlich keine weiteren Schubladenelemente mehr. Dafür dahinter, und zwar habe ich hier unten einmal ein Schrankfach mit zwei Fächern und direkt drüber habe ich nochmal eine kleine Schublade. Direkt drüber befinden sich dann nochmal zwei Lichtschalter. Das schauen wir uns dann einfach im Praxistest heute Abend nochmal an. Und des Weiteren habe ich hier oben keinen Platz mehr für Staufläche, weil sich hier das Spülbecken befindet und insofern brauchen wir den Platz natürlich. Und dann habe ich hier hinten nochmal ein Fach, das ist der Kleiderschrank. Und da habe ich noch eine Sache entdeckt, die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar ist das ein zusätzliches Schneidebrett, das ich hier vorne einfach verankern kann. Ja, und über der Küchenzeile befindet sich hier nicht nur ein kleines Lichtlein, damit man ordentlich kochen kann und weiß, was man sich in den Topf reinhaut, sondern natürlich auch nochmal ein kleines, aber feines Schränkchen. Fein, warum? Weil es auch wieder alles top verarbeitet ist mit richtig guten Scharnieren, alles Soft Close, also insofern top. Hallöchen und damit kommen wir zusammen ins Badezimmer. Ihr habt es an der Tür schon gesehen, das Ganze ähnelt ein bisschen einer Flugzeugtoilette und auch von den Innenabmessungen her ist es ähnlich einer Flugzeugtoilette. Es ist sehr, sehr eng, das muss man wirklich dazu sagen, aber klar, wir sind auch auf 5,40 Meter. Generell hat das Fahrzeug ja eine Stehhöhe von 1,90 Meter und hier in der Nasszelle messe ich das natürlich auch nochmal für euch. Also hier kann man sich mit 1,87 Meter aufrecht duschen. Wie funktioniert das Ganze? Ist auch wieder ganz einfach. Man hat hier am Waschbecken die entsprechende Brause. Nimmt die einfach und packt die hier oben mit rein. Duschvorhang vor und dann kann man auch schon duschen.
Wir fangen hier oben an. Wir haben hier ein paar Regale und ein kleines Schränkchen, das ich per Pushlock öffnen kann. Darunter befindet sich das Fenster. Wir haben es außen schon besprochen. Ich habe hier kein Heki aufgrund des Aufstelldachs. Deswegen das notwendige Seitenfenster für die Belüftung. Wir haben hier eine Tedford Chemietoilette verbaut, ein Waschbecken und unterhalb des Waschbeckens haben wir direkt nochmal ein kleines Schränkchen, um Sachen aufzubereiten. Und hier unten befindet sich dann die Duschwanne mit einem Abwasserabfluss. Das Bad ist ausreichend beleuchtet und gucken wir nach oben zu den Leuchten, sehen wir noch eine zweite Geschichte und zwar eine Aufhängestange für Handtücher oder nasse Kleidung, im Winter irgendwelche Stiehklamotten zum Trocknen etc. Pipi. Ja, und dann gucken wir uns das Schlafzimmer hier hinten nochmal an und da ist die wichtigste Sache für euch wahrscheinlich die Fläche des Bettes und da kann ich euch sagen, wir reden hier von 1,95 Meter Länge, das Ganze ist ein Querschläfer und in der Breite messe ich 1,30 Meter, das heißt, du musst dich schon lieb haben, aber ganz ehrlich, du fährst ja nicht mit jemandem Urlaub, den du nicht lieb hast. So, die andere Geschichte, die natürlich auch nochmal interessant ist, ist Ablagefläche. Wir haben hier auf allen beiden Seiten Schränke oben verbaut, das Ganze ist auch wieder solide verbaut und ich will euch auch nicht vorenthalten, wie groß das Ganze ist. Wir haben hier eine Tiefe von über 30 cm, wir haben eine Durchladehöhe von 17 cm und eine Länge von 1,10 m. Des Weiteren haben wir hier sowohl rechts als auch links wieder unsere bekannten Leseleuchten, die ich wieder an den Stellen einsetzen kann, wo ich sie haben möchte. Einfach anschalten, dorthin justieren, wo ich sie haben möchte und fertig ist die Lauge. Des Weiteren haben wir drei Fenster, wie wir vorher schon gesehen haben, auf der Fahrerseite und zwei hinten an den jeweiligen Türen. Wir haben kein Heki verbaut, aufgrund natürlich des Schlafdaches. Und dann ist natürlich noch die Matratze entscheidend. Wir haben hier eine Matratze mit einer Stärke von 11 cm, also das scheint bequem zu sein. So, und dann hebe ich das Ganze mal hoch. Ihr seht es, wir haben hier einmal den Lattenrost, dahinter ist wieder Holz, da befindet sich der Wassertank drunter. Und hier drunter wird auch Holz sein, richtig. Hier ist zum Beispiel Gastank, aber da gucken wir jetzt gleich, wenn wir uns den Kofferraum anschauen. Davor würde ich sagen, schauen wir uns jetzt aber noch mal das Schlafzimmer im Dachgeschoss an. Ja, um jetzt überhaupt hier oben im Zelt schlafen zu können, muss man natürlich das Dach erstmal aufstellen. Das Schlafdach ist von SCA und darüber haben wir auch schon mal ein Video gedreht, wie wir das nachträglich in einen Bus eingebaut haben. Hier war es jetzt ab Werk schon drin und das Vorgehen ist aber auch wieder dasselbe. Man löst als erstes die Sicherheitsverschlüsse, danach hat man die Arretierungen, die man einfach nur lösen kann. Das Ganze auf beiden Seiten und dann schubst man das Dach einfach ein klein wenig an und es öffnet sich wie von selbst. Wenn man dann die Leiter so ineinander verkaltet und man nichts am Möbel ja zerkratzt hat, dann einfach hier eingehängt und schon geht's ab nach oben. Und jetzt bin ich hier oben im Aufstelldach. Ich habe die ganze Zeit rumprobiert, wie ich euch am besten platziere, damit ihr das am besten sehen könnt. Ich habe euch jetzt ganz ans Fußende platziert, auf der Fahrerseite, damit ihr jetzt wisst, wo ihr steht. Und einmal schon mal vorweg, was habe ich hier alles? Ich habe hier im Frontbereich eine Öffnung mit Fliegenschutz, das bedeutet, da kommt Frischluft rein, genauso wie hier auf der Beifahrerseite. Und auf der Fahrerseite habe ich dann ein Fenster, das luftdicht verschlossen ist und damit auch wasserdicht. Das bedeutet, das kann ich dann auch, wenn es richtig regnet, offen lassen und rausgucken und kann aber natürlich auch alle Öffnungen verdunkeln, sodass ich dann in der Nacht auch gut schlafen kann. Jetzt interessiert uns aber hier oben natürlich vor allem noch das Maß der Matratze. Hier in der Länge haben wir exakt 2 Meter Matratze und in der Breite haben wir auch 1,30 Meter, genau wie unten, wobei das die Matratzenmaße sind. Das bedeutet, man hat hier auf jeder Seite noch so gute 8 cm Platz, die zusätzlich für Raum sorgen. Und jetzt auch nochmal für die Höhe, ist ja auch nochmal ganz wichtig und entscheidend. Also da, wo ich jetzt gerade sitze, haben wir eine Höhe von 83 cm. Das bedeutet, also ich mit meinen 1,75 m kann im Schneidersitz gerade so sitzen und naja, muss den Kopf schon ein bisschen einziehen, seht ihr ja. Und hier im Fußbereich, ganz hinten im hintersten Eck, haben wir eine Höhe von 45 cm und das ist ja auch mal nicht verkehrt. So, was kann ich euch hier noch zeigen? Wir haben hier zusätzlich noch einen Rausfallschutz für kleine Kinder, macht das durchaus Sinn. Und wir haben hier vorne noch eine LED-Lampe mit USB-Anschluss und damit sind wir hier oben auch schon wieder am Ende. Ja, gucken wir zu guter letzter Roomtour hier noch in den Kofferraum und da haben wir auf der Fahrerseite schon mal das große Fach für die großen Gasflaschen, 11 Kilo Flaschen und zwar 2 Stück an der Anzahl. Warum? Wir heizen einmal mit Gas und wir kochen natürlich mit Gas und deswegen machen 2 große Flaschen auch durchaus Sinn. Die befinden sich also hier auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite befindet sich der Frischwassertank mit ca. 100 Liter Fassungsvolumen. Darunter, also unter dem Fahrzeug, befindet sich übrigens der Abwassertank mit ca. 65 Liter Fassungsvolumen.
Vermögen. Naja, und das Bett haben wir uns gerade angeschaut und unter dem Bett ist dann auch eben die Staufläche. Und sorry, dass hier überall so viel Zeug rumsteht, aber ich teste das Fahrzeug halt gerade und ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Geraffel. Auf der anderen Seite denke ich mir, dann könnt ihr die Dimensionen besser abgreifen. Ihr seht es hier an der Kabeltrommel zum Beispiel, aber ich möchte euch trotzdem noch mal kurz ein kleines Maß geben. Wir haben hier an der Breite 90 cm, wir haben in der Höhe haben wir 70 cm und in der Tiefe misst das Staufach 1,20 Meter. Ja, und das Besondere, wenn ich dann mehr laden möchte, wenn ich Möbel einkaufe oder vielleicht auch Fahrräder mitnehme zum Beispiel, dann kann ich das Ganze hier entweder nur zur Hälfte wegmachen. Das sind hier Lattenroste, die sind einfach mit Klettverschluss angeklettet. Ich mache das mal ab. Numero uno, und das Ganze kann man mit dem zweiten auch noch mal machen und dann kann man die Schottwand auch noch wegmachen und dann kann man sogar bis ganz vorne durchladen. Also im Prinzip Standard, aber man muss es trotzdem zeigen, weil das ist oft sehr, sehr raffiniert und kann einen schon hin und wieder bei einem großen schwedischen Möbelhaus den Hintern retten oder den deiner Freunde und Nachbarn oder neuer Bekanntschaften oder wie auch immer. So, hey, das ist es eigentlich. Partnersuche am Parkplatz von IKEA. Du wartest einfach nur, bis ein schickes Mädel kommt, die Sachen nicht in ihren kleinen Twingo Mini oder was weiß ich was packt und dann fährst du es ihr nach Hause. Ein Wohnmobil gibt ganz neue Dimensionen. So, jetzt wird erstmal fleißig gekocht. Es gibt Nudeln, das kann ich. So, das Wasser kocht, es wird Zeit, meine handgemachte Pasta dann auch in das Wasser zu geben. Leider war der Akku leer, als ich das per Hand gemacht habe. So, ich muss weitermachen. Entschuldigung. Und jetzt wollten wir ja noch testen, ob der Kühlschrank was kann. Ich muss dazu sagen, ich habe das Auto heute Morgen übernommen, so gegen 10 Uhr, habe dann den Kühlschrank schon mal angemacht und jetzt haben wir 19 Uhr, es hat den ganzen Tag über so 34 Grad gehabt, also es war richtig warm und das Bier war ehrlicherweise auch noch nicht kalt und jetzt kann ich von außen ja den Kühlschrank hervorragend öffnen und wir gucken mal. Es ist nicht mega, aber es ist akzeptabel. Man muss auch noch dazu sagen, ich habe ja den ganzen Kühlschrank voll gemacht mit Sachen, die noch nicht warm, die noch nicht kalt waren. Also insofern, es ist kühl. Also ihr seht es hier vielleicht auch schon, das sind so Fingerabdrücke drauf. Das ist okay. Aber ich würde sagen. Dann würde ich sagen, ich esse jetzt und ihr guckt weiter. Draußen nieselt es jetzt, das ist für mich perfekt. Warum? Weil dann können wir morgen auf nassem Boden den Allrad testen. Ich kann hier noch ein bisschen arbeiten, Batterien laden und so weiter, die ganzen Akkus laden von meinen ganzen Gerätschaften und Sippschaften. Und ja, ich kann nur sagen, das Arbeiten hier macht Spaß. Ich habe ein gutes Lichtkonzept, das ist hier echt schön zu arbeiten. Der Sitz ist bequem, ist ein bisschen loungig, ein bisschen wie in so einem Sessel, also sehr angenehm. Weich gepolstert, trotzdem sitzt man aufrecht und kann gut arbeiten, kriegt da keine Müdungserscheinungen. Und ja, ich würde sagen, ich mache weiter und wir sehen uns dann zum Zähneputzen oder was auch immer. Also bis gleich. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie es draußen aussieht oder ihr eurer Liebsten den Weg zeigen wollt zu eurem Wohnmobil, kein Problem, ihr macht einfach aus das Licht an. Und dann ist das alles mal richtig hell erleuchtet, würde ich sagen. Das Schlimmste, was einem Camper passieren kann am Abend, wenn er schlafen gehen möchte, ist mir jetzt passiert. Ich habe eine Fliege im Wohnmobil und ich krieg sie nicht geschnappt, aber sie macht immer. Ich gehe jetzt fighten. Nee, ich beziehe jetzt erstmal im Bett und dann kümmere ich mich um die Fliege. Bett beziehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gerne Bett bezieht. Also generell, gibt es Menschen, die gerne Betten beziehen? So. Ui, ahaha, schau mal, dann entdecke ich noch ein Fach. Ach ja, zum Reinigen des Frischwassertanks
kannst du hier direkt drauf gehen und das ganze Ding reinigen. Seht ihr? Nämlich doch kein Bettbezugsservice. Muss man selber machen, weil sonst hätte ich das jetzt nicht gesehen. Obwohl es ja eigentlich klar ist. Aber ich habe es euch noch nicht gezeigt und jetzt beinahe vergessen. Und so flackert es nicht bei euch. Ja, also egal. Man kann es dimmen. Ich muss schlafen. Ich bin zu müde. Ich rede nur noch Quatsch. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ihr könnt mich jetzt noch nicht sehen und darum geht es auch genau. Die Verdunkelung hält, was sie verspricht. Ich zeige euch das mal. Ich mache jetzt mal das große Fenster auf. So, denn es ist schon ordentlich hell draußen. Das bedeutet, ich stelle mich jetzt her und dann geht's sofort weiter. So, und jetzt, jetzt wird es Zeit zu duschen. Das bedeutet, ich bereite hier mal alles vor, hänge das mal lieber alles raus, damit ich hier nichts nass mache. Das ist ja praktisch hier. So, und schau mal, ob ich mit dieser kleinen Dusche zurechtkomme. Wasser ist aufgeheizt, also insofern steht dem Duschvergnügen nichts mehr im Wege. Ja, also ich kann euch sagen, Duschen funktioniert, es ist beengt und wenn du deine Füße auch noch einseifen möchtest, dann musst du echt noch beweglich sein, weil sonst funktioniert das nicht. Ich kann euch versprechen, ich hab's geschafft und es ist Warmwasser da, auch mit dem Duschwagen. Es ist halt klein, aber es funktioniert alles. Das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen geärgert hat, war unten der Abfluss, weil ich nur einen habe und ein bisschen schräg stehe und da sammelt sich dann das Wasser immer an einer Stelle und läuft nicht ab. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Das war's auch schon. Aber ich bin frisch geduscht. Ja! Yeah! Jetzt habt ihr gesehen, wie man drinnen leben kann und wie man die Zeit verbringen kann mit diesem Camper. Jetzt ist mir aber noch wichtig, wie verhält sich das Ganze denn beim Fahren? Denn das ist ja das Spannende beim 4x4. Ich habe erst in Vorbereitung auf das Video mir Offroad-Parks angeschaut und habe auch einen gebucht sogar. Und habe mir jetzt aber gedacht, eigentlich ist das der falsche Weg. Das wäre zwar für die Klicks geil, super Bilder zu haben, die voll abenteuerlich aussehen. Aber am Ende, glaube ich, geht es uns Campern ja jetzt gar nicht drum, also mich mit eingeschlossen. Ich will mit dem Fahrzeug hier nicht auf Expedition fahren oder will irgendwie durch die Wüste heizen, sondern ich glaube, ganz viele von euch, also schreibt das auch super gerne in die Kommentare, mir geht es zumindest so, ich möchte einfach gerade beim Gleitschirmfliegen oder beim Mountainbiken mal ein Gelände kommen, wo ich legal stehen darf, wo es aber nicht immer so einfach ist. Gerade im Winter zum Beispiel, da habe ich den Allrad schon immer vermisst. Aber auch allein wie hier eine feuchte Wiese wird schon eine Herausforderung sein. Wer von euch ist schon mal nicht mehr aus einer nassen Wiese rausgekommen? Gibt's ganz, ganz viel. Wenn du einen Frontantrieb hast, dein Auto ist sehr schwer, dann wirst du bei einer feuchten Wiese schon mal ein ordentliches Problem haben. Das werden wir jetzt gleich testen und genauso will ich mich jetzt rantasten. Ich bin hier in einer wunderschönen Umgebung im Schwarzwald, habe über Hinterland Camp, ihr kennt mich ja, ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, habe ich einen tollen Platz gefunden bei Nicole und Klaus. Ganz liebe Gastgeber, kann ich nur empfehlen. Du stehst hier mitten in ihren Obstplantagen. Es ist super ruhig und hat so einen ganz eigenen Flair. Ist richtig, richtig schön. Und man fühlt sich einfach wohl hier. Und die Nicole, die hat mir jetzt auch nochmal geholfen, hat mir gesagt, Markus, wenn du das testen möchtest, du darfst hier bei mir an der Stelle fahren, an der und der Stelle fahren. Da ist noch ein Waldweg, wo du fahren darfst. Und das ist richtig klasse. Das ist auch wichtig. Fahrt natürlich mit so einem Fahrzeug auch nur da, wo ihr fahren dürft und wo das alles okay ist und wo der Natur vor allem auch nicht geschadet wird. Für uns bedeutet das, wir machen jetzt erstmal die feuchte Wiese hier, erstmal mit Frontantrieb, dann, wenn wir brauchen, mit Allrad und dann testen wir uns langsam ran. Wir gehen dann auf den Feldweg und gehen dann mal durch den Wald und fahren. Am Ende sollten wir da immer noch nicht an unsere Grenzen stoßen, haben wir eine ziemlich steile Wiese, wo an der Seite ein Wiesenweg ist, der auch noch sehr feucht ist und spätestens da werden wir wahrscheinlich an unsere Grenzen stoßen. Das darf ich alles fahren. Die Nicole hat mir alles gezeigt. Also das ist mega. Vielen Dank dafür. Und dann interessiert sich natürlich auch noch, wie verhalten sich dann aber auch die Grubschollen auf der Teerstraße. Wenn ich Autobahn fahre, ist es dann wieder sehr unangenehm, weil realistisch wird es wahrscheinlich so sein, dass du 80% trotzdem auf der Autobahn fährst und nur die anderen 20% dann irgendwie über Feldwege und kleine Sträßchen fährst. Und bevor ich jetzt lang rede, legen wir los und ich versuche jetzt erstmal aus der Wiese zu kommen. Los geht's. Also, feuchte Wiese war überhaupt kein Problem. Das bedeutet für uns, wir gehen einen Schritt weiter. Ja.
jetzt haben wir den Klassiker. Ich wollte hier auf dem Feldweg umdrehen und hier ist alles feucht. Wir haben einen steileren Hang und jetzt gilt es eben zu gucken, komme ich hier wieder raus oder nicht. Ich probiere es erstmal wieder mit dem Frontantrieb und dann schalte man ein Allrad dazu. Ich bin gespannt. So, dann schalten wir jetzt mal ein Allrad dazu. Und man erkennt es hier ganz gut, ich drehe zwar vorne noch leicht durch, aber dadurch, dass von hinten das Fahrzeug schiebt, komme ich spielend aus der nassen Wiese wieder heraus. So, jetzt haben wir wieder das Paradebeispiel. Feuchte Wiese, das Ganze ist leicht aufwärts und ihr müsst bedenken, wir haben ja schon die grobstolligen Reifen und wir werden mal gucken, reichen uns die aus beim Frontrad oder brauchen wir vielleicht dann auch wieder Allrad. Wir probieren es. Also ich rutsche komplett weg. Schau mal, jetzt schalten wir mal den Allrad dazu. Damit schaffen wir es. Und hier sieht man es auch wieder schön, das Vorderrad dreht zwar leicht durch, aber dadurch, dass die hinteren schieben, kommt man spielend raus. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Untergrund nicht so beschädigt wird. Ja, und mit diesem Wissen bin ich dann einfach mal auf verschiedenen Wegen unterwegs gewesen und habe das Auto genossen und es hat richtig viel Spaß gemacht und ich hatte überall wirklich leichtes Spiel und ich glaube, das ist auch dem Camper realistisch. Wie gesagt, ich bin nicht über extreme Situationen gefahren, sondern wirklich nur über Alltagssituationen, die dem normalen Camper, glaube ich, begegnen können. Und gleichzeitig habe ich das Ganze auch nochmal auf der Teerstraße testen wollen, zum Beispiel auf der Autobahn. Wie laut sind denn die Reifen? Und da kann ich euch sagen, da ist alles andere lauter als die Reifen selbst, ist also überhaupt kein Problem, mit den Grobstolligen auf der Autobahn zu fahren. Geräuschtechnisch wirkt sich das nicht aus. Ja, dann lasst uns jetzt über mein persönliches Fazit dieses kleinen, aber feinen Campers sprechen. Und da hört ihr schon meine Grundstimmung zu diesem Fahrzeug. Mir ist ganz wichtig, schreibt jetzt gleich mal in die Kommentare, wie ist eure Meinung zu diesem Fahrzeug? Was gefällt euch an ihm? Was gefällt euch nicht so gut an ihm? Was hättet ihr erwartet? Erfüllt ihr eure Erwartungen etc. pp? Haut in die Tasten, fühlt euch frei. Denn das ist mir ganz, ganz wichtig und für mich auch immer super spannend zu sehen, was ihr so von diesen ganzen Fahrzeugen haltet. Persönlich kann ich sagen, dass mir das Auto wirklich Spaß gemacht hat jetzt die letzten Tage. Ich habe damit viel erleben können. Ich hatte auch traumhafte Umgebungen hier, war bei wunderschönen Gastgebern hier wieder bei Hinterland. Also insofern nochmal ganz liebe Grüße an Nicole. Vielen, vielen Dank für alles und das wirkt sich natürlich alles immer zusammen aus. Trotzdem habe ich versucht, so objektiv wie möglich euch im Vorfeld alles zu präsentieren. Und tja, selber kann ich sagen, der Allrad ist wirklich geil. Der hat meine Erwartungen übertroffen. Warum? Mir ist ganz klar, das kannst du jetzt nicht mit dem Allrad vergleichen, den ich neulich gefahren bin bei Flowcamper. Ich glaube auch, dass Bürste nicht die Zielgruppe der Expeditionsliebhaber ansprechen möchte. Ich glaube, ich bin genau die richtige Zielgruppe dafür. Warum? Weil ich gerne Wintercamping mache. Ich glaube, gerade Wintercamping ist der Allrad Bombe. Aber auch so wie hier, wenn du über Hinterlandcamp einfach mal deine Ferien buchst und nicht immer auf dem Campingplatz fährst und du auf nassen Wiesen unterwegs bist, auf den Waldwegen, auf Schotterwegen. Ich bin gerne beim Gleitschirmfliegen und da kommst halt doch immer wieder mal in Gegenden, wo ich mir schon ganz oft ein Allrad gewünscht hätte und wenn mir meine Bretter nicht mehr geholfen haben, ich dann immer wieder den Traktor rufen musste. Und ich glaube, vor diesem wirst du mit einem Allrad hier von Dangel oder Dangel, wie spricht man es eigentlich aus? Schreibt es auch mal unten in die Kommentare. Wenn du so einen hast, bist du davor auf alle Fälle gefeit und brauchst dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft den lieben Traktor, der dich dann irgendwo rauszieht. Also insofern hätte mir der Allrad wahrscheinlich schon ganz oft den Hintern gerettet. Auch generell das höher gelegt, das macht mir Spaß. Du musst da nicht so aufpassen, wenn du durch den Waldweg fährst und so weiter. Also das hat mich schon mal total beeindruckt und fasziniert. Was mir nicht so gut gefällt, das ist die Dusche. Warum? Die ist eng und klein, das ist klar, aber das weißt du ja vorher, wenn du dich für so ein Fahrzeug entscheidest und das Ganze auch vorher testen und alles. Nee, mir geht es um was anderes. Was mir hier aufgefallen ist, ist, es ist ja ein Offroader. Das bedeutet, du fährst wahrscheinlich auch mal eher auf Stellplätze, die jetzt nicht campingplatzkonform sind, sondern so wie ich heute Nacht, wo du auch mal ein bisschen schief stehst, ein ganz klein bisschen. Wo du aber auch nicht in der Lage bist, sofort auszunivellieren, warum auch immer. Das ist im Gelände ja auch nicht immer so ganz einfach. Und ich konnte drin schlafen, das war alles kein Problem. Aber beim Duschen war heute Morgen das Problem, dass das Wasser extrem auf eine Seite geflossen ist und halt nur ein Abfluss in der Dusche ist. Und das ist ein bisschen doof, weil du musst dann ständig das Wasser reinwischen.
solltest du das übersehen, ist die Hemmschwelle nicht sehr hoch, dass dir da das Wasser in das Fahrzeug läuft. Also da würde ich mir noch Nachbesserungen wünschen bei einem Fahrzeug. Und ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht viel Negatives feststellen können, weil ich fand den Möbelausbau echt super, also die Scharniere und so, das wirkt alles hochwertig. Da muss man auch dazu sagen, am Ende wirst du sowas dann erst rausfinden, wenn du das Auto mal 2-3 Jahre fährst. Das sind ja jetzt ein paar Tage auch nicht ganz so objektiv. Aber das wirkt auf mich alles sehr, sehr gut. Der Boden zum Beispiel, den finde ich total cool. Der ist sehr strapazierfähig und du kannst ihn sehr schön wieder wischen und den ganzen Dreck und Schlamm wieder rausmachen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, warum haust du denn in ein Offroad-Fahrzeug so einen hellen Boden rein? Aber das ist tipptopp. Und generell ist dieses helle Mobiliar für so ein kleines Fahrzeug, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil sonst wird es einfach zu beklemmend. Aber das ist am Ende auch Geschmackssache. Was ich positiv hervorheben möchte, ist A, das Lichtkonzept. Das hat mir immer schon gefallen bei Bürstner. Die legen da anscheinend großen Wert drauf. Das macht Spaß. Das Einzige, was ich nie gefunden habe, ist der Lichtschalter im Badezimmer. Das ist eine Gewöhnungssache, da musst du dich dran gewöhnen. Der ist unterm Waschbecken und den habe ich ständig gesucht. Ich habe mir das nicht merken können. Und aber ansonsten ist das Licht wirklich toll. Das macht Spaß, darin zu arbeiten. Du kannst es immer genau auf deine Bedürfnisse einstellen. Super. Und du hast auch für so ein kleines Fahrzeug überall Steckdosen. Jetzt habe ich da drin gearbeitet am Laptop. Ich habe meine ganzen Akkus parallel geladen und so weiter. Das hat immer funktioniert. Also und so könnte ich da jetzt noch ganz viele positive Sachen sagen. Ich würde mir wünschen für so ein Fahrzeug, oder was ich da noch vermisse, ist eine Lithiumbatterie und so ein ordentliches Solarpanel oben auf dem Aufstelldach, also eins zum Aufkleben wahrscheinlich, weil damit hast du dann einfach noch mehr Autarkie. Das war dann bei mir ein bisschen eingeschränkt, wenn du da den ganzen Tag den Kühlschrank laufen hast und drehst und dann abends noch arbeiten möchtest, Akkus laden möchtest. Also da kommst du halt nicht weiter, brauchst du wahrscheinlich auch einen Wechselrichter und. Also Thema Strom würde ich persönlich noch nachbessern für meine Bedürfnisse. Und ansonsten muss man halt wissen, man fährt mit 5,40 Meter. Das ist im Gelände mega geil, also das habe ich sehr genossen, weil du halt sehr wendig bist und super geschmeidig um jede Kurve kommst. Auf der anderen Seite ist der Platz natürlich innen drin sehr reglementiert. Offiziell ist es ja ein 2-5-Schläfer. Ich sag mal so, zu zweit glaube ich ist das super, allein optimal. Zu dritt oder zu viert wäre es mir wahrscheinlich schon in Summe zu eng, wenn du das Badezimmer mit benutzt und die Küche nutzt und so weiter. Wenn du nur schläfst, ist es kein Problem, aber das ist ja immer so. Und zu fünft, also da musst, also uiuiui, kann ich mir nicht vorstellen, offen gesprochen. Ja, also, mein Fazit sehr, sehr positiv. Ich glaube, mein Traumfahrzeug wäre das mit den ganzen Stromsachen, die ich gerade gesagt habe, auf 6 Meter. Ich glaube, dann hätte ich richtig Spaß mit diesem Auto. Also, Bürstner, Appell an euch, ihr wisst Bescheid. Ihr kennt jetzt meine Vorstellungen und Wünsche. Ich bin gespannt, was ihr mir da alles anzubieten habt. Ich selber kann zumindest sagen, die Reifen auch cool. Ich bin ja selber gerade so am Suchen und suche ein Allradfahrzeug. Und das beschäftigt mich sehr und ich habe mir da auch viele Gedanken über die Reifen gemacht und die Reifen hier im Gelände waren toll, also im Gelände, aber auch auf der Teerstraße war es sehr, sehr angenehm. Also generell hat mich das schon wieder einen Schritt weitergebracht und bestätigt und gesagt, Markus, du brauchst gerade fürs Wintercamping, brauchst du ein Allrad, dann hast du einfach viel weniger Stress, wenn du unterwegs bist. Ja, in diesem Sinne, das war mein persönliches Fazit. Jetzt bin ich gespannt, wie gesagt, was ihr davon haltet. Haut also in die Tasten, lasst mega gerne ein Like da. Das beziehe ich gar nicht auf das Fahrzeug, sondern eigentlich auf meine Arbeit. Also an der Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Das motiviert mich immer enorm, weitere Videos zu machen. Die werden auch mit Sicherheit folgen. Es kommen ganz, ganz viele Videos zur Autarkie, Tipps und Tricks rund ums Wohnmobil, Fahrzeugvorstellung. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Ich sag nur, jetzt kommen auch ganz viele Messen im Herbst, wo wir wieder unterwegs sein werden und vielleicht die eine oder andere Neuigkeit sehen werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich wünsche euch jetzt, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, ob mit Allrad, ob nur mit Frontantrieb oder Heckantrieb, egal wie, ich wünsche euch immer tolle Touren und kommt vor allem auch immer wieder ordentlich vom Platz und kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Lasst die Sonne rein. Bis dahin, euer Markus. Ciao, ciao.